Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen wieder weiter hier in Olivia City. Und hier gibt es zwei, ja, eigentlich ganz gute Items. Nämlich kann man hier links in das Haus rein und muss dann mit einem der drei Matrosen reden. Super. Und von dem sollte man anscheinend Stärke bekommen, wenn ich das... Ah, genau, hier bekommen wir Stärke, ja. Und natürlich brauchen wir... Oh, warte mal. Bekommen wir Stärke vielleicht, wenn wir den Arenator besiegt haben, oder? Wie soll ich das hier verstehen? Er redet auch von einem Berg. Ja, vielleicht können wir ja da als nächstes hin. Und er hat sich verschluckt. Ja, perfekt. Okay, anscheinend müssen wir erstmal den Arenator besiegen. Das ist der einzige Grund eigentlich nach meiner Meinung, weil die sprechen ja alle hier über Stärke. Deswegen... Und irgendwie soll es hier auch ein Haus geben, wo man anscheinend die Profi-Angel bekommt. Oder ist das hier drin? Ja, ich glaube hier. Viviana City ist berühmt für ihre malerische Lager am Meer. Und wo Meer ist, kann man auch angeln. Ich fische hier schon seit 30 Jahren. Hast du nicht Lust, zum Meer zu gehen und auch eine Runde zu angeln? Natürlich. Ah, und wieder ist die Welt um einen Angler reicher. Und wir halten die Profi-Angel. Ich weiß gar nicht, ob wir die Super-Angel überhaupt schon bekommen haben. Ja. Dann beginnen wir jetzt einfach mit der Profi-Angel. Obwohl, ich glaube, wir hatten schon mal eine Angel. Aber das ist egal. Ja, es soll hier einen Leuchtturm geben. Das hat ja auch schon Musti gesagt, einen sehr großen. Übrigens, wenn ihr keinen weiteren Parts mehr verpassen wollt, könnt ihr ruhig den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich sehr freuen. Es kommen ja täglich Videos 15 und 19 Uhr. Und ja, aktuell spielen wir auch Stray, das neue Spiel. Könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. MS Aqua. Okay, haben nicht mal die MS Ain, wie im Pokémon Feuerrot. Ja gut, aber wo ist denn jetzt dieser Leuchtturm? Den verstehe ich jetzt irgendwie ganz nicht so. Oder ist der rechts oben? Ah, perfekt, hier ist hier. Ja, Leuchtturm von Olivia sieht ja auch bekannt als der Glitzerleuchtturm. Okay. So, wen tun wir denn nach vorne? Wir haben jetzt gerade Let's Play Luis vorne und ich glaube, das wird gehen. Rest ist alles Level 23, 24, 29, außer Marpan, der ist auch noch auf Level 21. Und er entwickelt sich ja, ups, auf Level 30 dann endlich zu ja, einem random meisten Pokémon. So, ich möchte jetzt eigentlich nicht einen Fahrstuhl nehmen. Was? Ach, bruh. Hat man das Lichtkuppel nicht die höchste Etage? Das ist ja das Dümmste, was sie je gemacht haben. Was? Ampharos? Wenn das jetzt ein Kampf wird? Warte mal, obwohl. Ich hoffe, wir kommen da gar nicht rein. Nee, wir kommen da gar nicht rein. Ja, dann gehen wir wieder runter. Aber ein schöner Ausblick hier. Schön auch von der Perspektive. Ja, geht klar. Dann gehen wir runter. Nochmal, weil... Wir wollen natürlich die Treppe nehmen. Oh, ich spule das ganz kurz vor, weil das haben wir ja schon alles gesehen. Zack, raus und dann gehen wir hoch. Ich denke mal, es gibt hier auch Trainer. Also hoffe ich jetzt zumindest. Gesagt, getan. Der erste Trainer. Ab geht's. Hey, wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Was habe ich denn gemacht? Nur weil ich hier bin als Kind, heißt es doch nicht, dass ich dann die Scheiße baue direkt. So, der fängt einmal mit Goldini. Gentleman Hubert hieß der übrigens. Auch ein cooler Name. Mehrheitskonfusion können wir leider nicht machen. Reicht aber schon gut aus. So, wie wir Let's Play Luis kennen, übersteht er natürlich die Verwirrung, oder? Wer glaubt man nicht, Luis? Wollte schon sagen, ne? Wenn alle an ihn glauben, hat er so ein bisschen Druck, aber dadurch wird er umso stärker. Und Gentleman Hubert ist auch besiegt. Warte mal, kann es eigentlich sein, dass ich hier gerade in 1440p aufnehme? Ja. Ich nehme 1440p auf. Nun, ja, das liegt daran, ich bin ja jetzt, mein Zimmer ist ja im Umbau. Also, ich kriege jetzt neue Möbel und alles und Wände werden jetzt neu gestrichen. Ich sortiere meine Sachen aus, weil, ja, nächstes Jahr werde ich ja schon 18. Und ich möchte auch irgendwann ausziehen, dann ist es ja gut, wenn ich das jetzt schon mal alles mache. Und ich bin auch echt mal gespannt, wann ich ausziehen werde und wohin ich ziehen werde. Aber darüber muss ich mir, glaube ich, noch keine Gedanken machen. Ich bin jetzt... gerade 16. In 5 Monaten werde ich dann 17. Ich weiß ja auch gar nicht, was ich mit der Schule machen werde. Also ich kann ja Fachabitur machen.
Und wenn ich es brauche, kann ich ja das Abitur dann irgendwann nachholen. Also ich könnte ja hier mit YouTube versuchen, irgendwas zu erreichen. Oder ich könnte ja auch das mit dem Animationsstudio machen. Das werde ich ja dann alles sehen. Ich werde ja jetzt in den nächsten Monaten wirklich sehr viel in das Animationsstudio reinstecken. Bin aktuell so ein bisschen dabei, Geschichten zu schreiben. Ich möchte ja sehr gerne Fan-Animation-Stories machen, wo ich Theorien und so, solche Fan-Theorien behandle. Oder ich möchte auch generell irgendwann später auch eigene Animes produzieren auf dem Kanal. Und das könnte dann auch sehr interessant sein für Leute, die ja generell schon lange im Anime-Business arbeiten wollten, weil ich möchte ja auch sehr gerne eine Schule da anbieten, wo jeder ja einfach beitreten kann und einfach ja zeichnen lernen kann und animieren lernen kann, sodass halt jeder uns helfen kann und jeder seinen Traum verwirklichen kann. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie das funktionieren wird, wenn das wirklich sehr gut funktionieren wird und jede Animation kann man 1 Million von Aufrufen bekommt. Du triffst jetzt, oder? Gut. Dann, könnte man schon sagen, könnte man vielleicht ein bisschen früher mit der Schule aufhören. Weil ich habe ja immer noch die Möglichkeit, mein Abitur nachzuholen. Ich mache ja da mein Fachabitur und das ist ja das zweithöchste, was möglich ist. Ein Abschluss in Deutschland zumindest. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also ich meine, es ist auf Schule bezogen. Es gibt natürlich noch den Universitätsabschluss mit Diplom und Professor Dingsbums und Doktortitel und alles Mögliche. Aber Universität weiß ich jetzt noch nicht. Das ist eher nicht so was für mich, weil ich möchte sehr gerne aus der Schule rausbleiben und ja. Dann möchte ich nicht nochmal studieren oder so. Aber wenn es sein muss und ich Animation oder Animation Director studieren muss oder so, weil ich möchte auch gerne irgendwann, wenn es mit dem Animationsstudio nicht klappt, dann in Japan dann studieren und da Animation Director werden, dann müsste ich vielleicht schon das Abitur nachholen und dann würde mir das Studium aber bestimmt auch Spaß machen. Ich müsste zwar dann noch ein bisschen Japanisch lernen, aber das ist schon generell schon lange der Plan von mir. So. Der ist ziemlich unfreundlich. Sollten wir mal zeigen, was unsere Freundlichkeit bedeutet. Yo, 5 Pokémon! Und er fängt an mit einem selbstmörderischen Zierpurze. Gut. Zierpurze sollte ja Typ normal sein, glaube ich. Oder Typ Pflanze? Ich weiß es gar nicht. Ja, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, ich werde ja jetzt immer einmal am Tag ein Part Stray veröffentlichen und sonst immer ein Part von Hard Gold oder Tropical Freeze. Nur damit ihr es halt wisst. Liegt halt daran, dass ich das neue Spiel ja jetzt auch so gerne ja vielen Leuten zeigen möchte. Ich möchte als einer der ersten, sage ich mal, sehr gut vorankommen in dem Spiel, damit halt die Leute sehr viel auch zu sehen haben. Also jetzt in dem deutschen Bereich, sage ich mal, im englischen Bereich gibt es ja Walkthroughs von 5 Stunden oder so bestimmt schon, wo die Leute das Spiel durchgespielt haben. Aber ich möchte schön meinen Commentary dazu bringen und euch ja das Spiel sehr gerne sehr viel näher bringen. Könnte auf jeden Fall ganz cool werden und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise unterstützt. Es sind ja auch schon ein paar Leute neu dazugekommen, das hat mich sehr gefreut. Und Elekid kommt, okay. Dann setzen wir Marvin ein. Ich weiß nicht, ist dann jetzt Elektro, hat das keine Wirkung, oder? Also es ist ja Typ Boden, Marvin. Wir werden sehen. Surfer setzen wir mal ein. Und Fußkick. Aber macht zum Glück keinen richtigen Schaden. Ja, Elevoltik wäre natürlich der Traum von mir, als Elektro-Pokémon zu haben, aber ja, wir hatten noch nicht das Vergnügen, leider. Nun müssen wir ihn leider besiegen. Und Marvin erreicht Level 22. Ja, mit Let's Play Luis sind wir auch schon gut vorangekommen. Warum ist auch nicht mit Marvin? Ja, also eigentlich brauchen wir das nicht. Ich werde es jetzt aber trotzdem mal... Ne, werde ich doch nicht. Ich wollte es jetzt vielleicht gegen Lebensstelle wegmachen. Nein! Das habe ich schon wieder verklickt. So. Was ist scheiße, Mann? Die Menüs, die verwirren aber auch einen absolut grund und tief.
Weil ich meine, wir haben Surfer, also Aquarelle würde ich eigentlich nur einsetzen, wenn Surfer keine AP mehr hat. Aber Surfer mit 15 AP und Lehmschelle und Schlammbombe haben insgesamt auch 20 AP. Wenn wir jetzt noch Aquarelle dazu machen würden, würden wir nur 10 AP von Boden haben und 35 AP von Wasser. Das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache. Mit Surfer killen wir schon früh genug. Aber das geht doch klar, oder? Gut, dann ist Pantimimi auch down. Übrigens, wenn ihr es nicht mögt, einfach so zuzuschauen, könnt ihr ruhig auch Freitag und Samstag im Mittwoch-Stream machen, wie zum Beispiel Mario Kart am Freitag oder am Samstag bei Smash Bros. Diese Streams sind nun immer 20 Uhr. Gut, ich bin echt gespannt, ob wir den Leuchtturm heute fertig bekommen oder ob wir den erst das nächste Mal fertig bekommen. Ich bin natürlich mit beidem zufrieden. Gentleman Felix. Magnetzone, holy shit! Okay. Typ Stahl, Elektro. Ja. Ich wollte kurz gucken, ob Psycho gegen Stahl nicht sehr effektiv ist, und es ist nicht sehr effektiv. Das heißt, wir wechseln zu... Oh! Krass. Ich wusste gar nicht, dass Elektro-Pokémon auch paralysiert werden. Doch! Das hatte ich schon mal. Ich glaube, Pokémon X, glaube ich, in der fünften Arena. Das war ja auch eine Elektro-Arena. Da hat mich auch so ein Idiot paralysiert mit meinem Raichu. Damals, glaube ich. Habe mich ziemlich aufgeregt, weil ich dachte erstmal, Elektro-Pokémon können nicht paralysiert werden. So, Magnetzone waren, ja, würdiger Gegner. Also, war schon ziemlich heftig, das Ding. Blusel, du alte Bluse. Marthman, du kannst reinkommen. Gegen Blusel ist ja, glaube ich... Ah ne, warte mal, das war doch... Ne, doch nicht alles gut. So, Schlammbomben machen wir mal. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Wie viel zieht es ab? Ja, geht. Und noch Lehmschelle. Aber ich kann doch Lebensstände einsetzen jetzt, oder? Und ne, alles klar, dann setzt er nochmal Schlammbombe ein. Und dann killt es halt erst nochmal. So, 420 HP sollten aber nicht für Level 23 reichen, genau. War geplant. Und jetzt tun wir aber mal Marvin nach vorne. Weil der ist nur Level 22. Luis hat ja jetzt auch Level 24, glaube ich, gerade erreicht. Ja, okay, Musti ist auch nur Level 23. Ja, also der Leuchtturm ist sehr gut, um zu trainieren. Das rote Garados soll ja anscheinend noch Level 30 sein, aber das ist ja ganz gut, weil wir haben ja Daniel. Und damit können wir ja dann gut kämpfen. Weil ich denke mal, so ein Megasauger sollte es eigentlich überleben. Und dann sollte es eigentlich auch gut fangbar sein. So, Pantimos. Psycho-Pokémon, sieht man, glaube ich. Wir haben aber leider keine richtige Geistattacke, ne? Kein Geist-Pokémon, kein Unlicht, gar nichts. Hm. Also übrigens, wenn... Ah, ja, genau. Was ich noch gar nicht zum Overlay hinzugefügt habe, ist Xatu. Der ist jetzt auch auf unserer Backup-Box. Mache ich jetzt mal ganz schnell. Weil, ja, der wäre so der Ersatz dann für unseren allseitsgeliebten Let's Blue, falls der sterben sollte. Was natürlich nicht hoffen. Aber ich werde jetzt mal zu Musti wechseln. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Gegen den Pantimos. Wenn es jetzt ein Arena-Leiter gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht doch gemacht. Aber so. Ja, brr, was ist das denn? Gut, Feuerodem. Baller mal raus. Hallo? Connected einfach nicht. Schlechter Ping einfach im Pokémon gehabt. Man kennt ihn. So, Marvin erreicht immer noch kein Level. Warum denn nicht? Muss ich den ja schon wieder heilen, den Idioten. Sorry. Marvin, du bist ein guter Kerl. Das habe ich nicht ernst gemeint.
Gut, dann haben wir mal Marvin geheilt. Übrigens, auf Sneox Gaming gibt es Steilflügel. Nein, Spaß. Dort gibt es einen, auch ein Pokémon Let's Play, nämlich Pokémon Let's Go Pikachu. Wen das interessiert, kann doch auch ruhig vorbeischauen. Ist ein Let's Play von Marvin. War ganz nice, so ein bisschen was davon zu schauen. So, Steilflügel ist eine Stahlattacke, wer jetzt gedenkt. Und das kann niemand erlernen. Doch, muss die natürlich. Ja, aber sparen wir uns mal auf. Vielleicht kriegen wir auch eine Magnetzone oder so. Ich weiß es ja nicht. Wie kommen wir denn eigentlich da nichts rüber jetzt? Bin ich in eine andere Leiter hochgegangen? Okay. Deutschland wird unter anderem auch zu Trainingskämpfen benutzt, weil so viele Trainer hier es hier dran gibt, ist es nicht leicht, sich bis ganz oben durchzukämpfen. Ja, wenn ich den Weg wüsste. Okay, ich suche mal ganz kurz nach dem Weg. Ich bin so verwirrt da. Und mach dann auch mal Xardros Overlay. LOL! Man konnte da durchs Fenster springen einfach. Und jetzt bin ich hier. Ah, ein Item. Küstenschale. Oh, versteckt das vielleicht Wasserattacken? Gucken wir mal. Küstenschale, bitte. Eine schöne Muschelschale, die sich in der Küstenhöhle befand. Sie ist blau-weiß gestreift. Okay. Wieso sollte man das einem Pokémon geben? What the fuck? Gut, okay. Was befindet sich hier drin? Oder was steht da überhaupt? Kann ich nicht mal lesen. Ja, perfekt. Gut, Leute, aber was befindet sich hier drin? Das könnt ihr erst herausfinden, wenn ihr jetzt diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert und im nächsten Part wieder vorbeischaut. Bei Pokémon Code, Random Asastok. Dankeschön an alle wieder fürs Zuschauen. Ciao.